Also normal draufhauen und dann die Attacke machen, oder wie ist das gemeint? Ach, ich weiß es nicht genau. Ah, egal. Dennoch werde ich mal direkt gucken. Was das hier? Wie ich die modifizieren kann. Nee, ich will es selber machen. Danke. So. Nur gucken, was für Optionen ich hier habe. Und natürlich ein bisschen was verteilen schon. Warum nicht? Schnelligkeit, physisch, ja, läuft. Auch nicht verkehrt gerade. War doch ziemlich viel MP. Irgendwie ziemlich schnell. Nee, ja. Nächster Kern. Oh, längere Buffs, längere Debuffs. Wann buffe ich mich denn aktuell? Attacken, oh, ist auch nicht so geil. Aktuell, glaube ich, brauche ich sowas nicht. Aber keine Materia-Slots. Na gut, man hat schon mehr, aber... Ich hätte mir sonst vielleicht noch einen weiteren erhofft. Wäre schon toll gewesen. Status. P-Maximum. Ist sehr Materia ausgelegt, das Dingens hier. Interessant ist es auf jeden Fall, aber doch anders irgendwie. Nicht immer... Sah eben auch schon so aus. Nicht direkt das, was ich erwartet habe, würde ich behaupten. Ist trotzdem schwächer vom... Oh. Ist ja viel... Also es ist wirklich auf Magie ausgelegt, sehe ich gerade. Obwohl ich jetzt hier meinen Bonus für Angriff genommen habe, aber... Minus 24 Angriff, meine Güte. Dann ist es ja doch nicht so geil. Aber kein Wunder, ich meine, das Ding hat ja auch viele Materia-Slots, ne? Da gibt es einen Rückwärtssalto und schön. Ich spiele vielleicht mal als Tifa, damit ich das hinkriege. Kampf bringen. Ich muss mal gucken, wie es geht. So. Okay. Versuchen wir es mal damit. Keine Schlüsselkarte hier? Nein. Vielleicht hier unten versteckt? Nein. Hätte ja sein können. Meine Güte. Habt euch mal nicht so. 5. Wenn es echt bis 1 hochgeht, dann habe ich noch eine Weile zu laufen. Vor allem ist es hier echt mal so ein Copy-and-Paste-Design. Wegen der Saboteure fehlen uns notwendige Teile. Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger! Die Eindringlinge! Na, ich bin's nur. Zack, 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 zack. Schmetterer. Fertigkeiten. Das ist der eigentlich, oder? Ich glaube, es war jetzt eine Kombo. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich gleich mal gucken. Ja, scheiße. Ja, ist gut. So. Geschicklichkeitsbonus erhalten. Einfacher geht's nicht. War es das jetzt echt schon gewesen? Ich muss jetzt mal mich hier orientieren, weil es irgendwie nicht intuitiv ist, dieses Menü. Finde ich ganz schlimm. Nein, falsch. Doch, richtig? Ach, keine Ahnung. Mann! So. Also nein, ich habe es noch nicht geschafft, aber es war der richtige Weg auf jeden Fall. Also doch, soweit nicht verkehrt. Dann weiß ich jetzt, wie ich es erlernen kann. Dann mal weiter. Was wird von hier verschickt? Ich hätte gern eine Schlüsselkarte da vorne. Meins. Was wird hier mit Y aufheben, statt mit A? Es gibt insgesamt 4 Lifte. Irritierend. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. 4 Lifte schon. Oh. Ja, da haben wir nicht mehr Schlüsselkarten. Aber das heißt, wir sind, glaube ich, schon im letzten Raum jetzt, weil dann jetzt hier noch 4 Optionen und unten haben wir noch 2, sind 6 und wir haben nur noch 6 Teile. Also ja, das ist dann der letzte Raum, bevor was passiert. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Sehen wir, was es sonst noch gibt und entscheiden dann. Ja, ja. Ich wollte eigentlich noch was anderes machen hier. Genau, die Emmy. Oh, oh, guck mal hier. 2 Karten, na immerhin. Mal gucken. Ist das der Lift für die M-Einheit? Ja. Wir sollten uns das gut überlegen. Shinra soll sich schließlich richtig schön blamieren. Weißt du, Barrett, die blamieren sich bestimmt mehr, wenn wir einen mit voller Leistung kaputt machen, als einen, den wir sabotiert haben. Aber ich sag's dir bloß. Ja, genau, Gegenstände will ich haben. Also ja, einmal auf jeden Fall das noch.
Und dann werde ich vielleicht nochmal die Lähmungsattacke einmal runterschalten. Die M-Einheit wird ent... Die Sequenz kannst du nicht überspringen irgendwie. Die ist immer die gleiche und bringt mir nicht das wirklich was. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Ich glaube, das ist ihm egal, ganz ehrlich. Ich glaube echt, dass ihm das egal ist. Ja, noch ein AI. Wir hatten noch vier gehabt hier. Big Bomber, Shell und schützender AI oder was? Ja. Der KI-Kern auf diesem. Und weg damit. Ich könnte natürlich nochmal runterlaufen und nochmal die andere Loot-Sache und so weiter, aber da ist mir jetzt zu anstrengend. Der KI-Kern wird. Dann lieber weniger Schockerei, das ist schon in Ordnung so. Na, guck mal. Das verschafft uns etwas mehr Zeit. Richtung gewechselt, so muss das sein. Ist es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Ja, wir werden mal sehen, wie das so läuft, ne? Hier war doch gerade MP-Heilung dabei gewesen. Hat ja nicht viel gebracht. Immer noch 27. Unglaublich. Stop. Wir sind fast draußen. Tifa, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Robo kurzen Prozess. Ja. Hat sie gerade den Zünder in die Hand genommen? Nee. Sah so aus. Wäre schön doof gewesen. Aber irgendwie auch komisch, dass man jetzt diesen Airbuster erwartet im Spiel. Während ja der im Original einfach eine Überraschung war für den Gegner. Für viele Spieler. Immer doch. Zack, 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 zack. Ist das alles? Nein, eigentlich wollte ich gar nicht machen. Ah. Sprengforce will ich nicht. Ich will das da. Sprengfaust. Hahaha. Zack. Yeah. Bei normal. Hey, ich hab's, glaube ich, gelernt. Schön gewonnen. Sehr schön. Wir haben den Zusatzangriff gelernt und der ist eben genau das. Ein Zusatzangriff im Prinzip. Finde ich gut. Doch ziemlich einfach eigentlich, wenn man jetzt genau drauf achtet, was man machen muss. Meine Güte. Im Prinzip musst du die Fähigkeit benutzen, die du von der Waffe hast und dann läuft das auch. Was ich wieder fast zu leicht, wieder mal so schnell wie das geht. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt könnte ich eigentlich auch nochmal Heilung geben, oder? Für den Kampf. Dann hat sie, klar, natürlich ein bisschen weniger physischen Angriff, aber ich denke, das lohnt sich. Weil Heilung ist doch recht wichtig. Leider. Materia einsetzen. Gewitterglut behandeln. Behandeln ist ja kein Blub, sondern Blub. Genau. Kein Blub, sondern Blub. Sehr schön erklärt. Man kann doch schon Vitra. Wieso konnte ich bei Barrett nicht auswählen? Ja, dann habe ich die guten drin. Das war eine MP-Heilung. Eigentlich auch nicht verkehrt, MP-Heilung zu haben. Vielleicht nehme ich bei Cloud mal Karfunkel rein. Denn wenn ich jetzt mal Probleme haben sollte mit meinen Magiepunkten und mit meinem Leben, dann ist das schon nicht schlecht, das zu haben. Und Engel macht da auch noch nebenbei. Das ist, komm, das ist in Ordnung, glaube ich. Machen wir so. So, kann ich jetzt bei... Ich habe ja noch genug Punkte für einmal verbessern, richtig? Aha. Waffmultiplikation, meine Güte. Ich habe 9 Punkte, dann mache ich noch irgendwie... Ja, eigentlich will ich keinen Angriff mehr mit dem Materia erhöhen, sondern eigentlich... bloß die Heilung, aber es geht ja auch nicht. Ich habe noch keine Buffs, ich brauche keine Buffs. Ich habe auch keine Elementattacken, also... Wobei, ich könnte mir ja jetzt... das könnte ich theoretisch machen. Warte kurz mal raus hier. Bevor ich meine Entscheidung treffe. Auslöses Materia, bla bla bla. Einsetzen. Gewitter. Chakra ist ja nett. Aber habe ich... Aha. Weil der dürfte ja ziemlich sicher gewitteranfällig sein. Zack, rein damit. Dann nehme ich hier aber vielleicht das raus, weil ich denke, das brauche ich nicht im Kampf. Und gehe mir für Chakra rein. So. Und jetzt habe ich Elementangriff. 8%.
Ja, klar, ihr Schaden ist runtergegangen generell. Oder dann warte, genau, vielleicht gibt es den anderen lieber. Zum Beispiel ihm hier. Wobei, sie hat immer noch eine höhere physische Attacke. Was? Trotz der schwächeren Waffe? Okay, dann ist es bei ihr aufgehoben. Auf dem richtigen Platz. Das ist in Ordnung. Das ist ja ein Ding. Zumal ich bei ihr jetzt auch nochmal erhöhen kann, jetzt den Schaden durch Elementangriffe. Und das mache ich dann sinnigerweise auch gleich nochmal. Blitz. Aber man kann doch mal echt, das ist ein bisschen blöd, finde ich wieder, dass man hier keinen generellen Buff für Elementattacken hat, sondern eben bloß für speziellen Sachen. Das heißt, man muss jetzt theoretisch andauernd wieder anders machen. Wenn man da was anders haben will. Und das ist ja, glaube ich, kostet ein bisschen was. Und kann man auch nicht überall machen, oder? Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut. Habe ich hier noch was zum Investieren, bevor ich zum Boss gehe? Ich will hier mit Maximum möglichen Setup rausgehen, was ich gerade habe. Abwehr. Statusresistenz. Blocken, Schaden untermachen. Ja, müssen wir ja blocken. Ja, am ehesten noch physische Abwehr. Davon ausgehend, dass der mit physischen Attacken angreift, das weiß ich auch gar nicht. Aber ja, er ist ja ohnehin unser vergleichsweise Tank. Wenn man das so sagen kann in dem Spiel hier, dann passt das schon. Ah, mal erst bei Maximum, toll. Nichts hat er gekriegt. Nur mal so aus Spaß und Freude. Was war mit deiner Waffe gewesen? War es jetzt? Okay. Es hat 6 Punkte weniger bei physisch. Aber ich habe es nicht ausgebaut. Ich guck doch mal ganz kurz da rein. Was ist da noch mehr rauszuholen? Einen physischen Angriff. Dann kann ich es vielleicht doch austauschen gegen das Buster Sword. Ne, Blocken, Runterschaden, Konterschaden, Offensivhaltung. Stimmt, Konter konnte ich auch noch irgendwie, ne? Eieiei. Physische Attacke plus? Guck einer an. Ich habe noch einige Punkte frei hier. Oh, auch nicht verkehrt. Und mehr Abgrund könnt ihr jetzt auch. Ist ja eine nicht schlecht. Jetzt ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen besser, oder? Ja. In allem besser, außer in, ja, der eine MP-Punkt. Dafür halte ich aber auch besser bei wenigen Leben. Das dürfte passen. So. Ausgetauscht. Fein. Was hat der gleich gemacht? Verringert Schaden. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Könnte ich mir auch holen, aber das ist dann der Cheat-Modus. Ich speichere mal und dann würde ich sagen, geht es los. Ich bin schon Level 17, meine Güte. Komme ich gar nicht mit meinem Levelaufstieg hier. Das ist auch ein bisschen schade, dass man nicht diesen klassischen Levelaufstiegsbalken hat. Das entgeht mir so ein bisschen, wenn nichts gerade passiert. Das ist schade. Doch, doch. Würde ich schon sagen. Hey, normaler Heiltrank, der mir schon lange nichts mehr bringt, weil es einfach ineffektiv ist. Ganz ehrlich, Heiltrank im Kampf kannst du vergessen, der hat so wenig Leben. Und außerhalb des Kampfes dauert es Ewigkeit, das zu benutzen. Das ist ein ziemlich sinnfreies Item, das man jetzt noch so weit im Spiel, Anführungszeichen, das noch findet. Aber ja, wie ihr meint. Das Ziel hatte ich nicht. Da kam er nicht ran. Runtergesprungen, ehrlich jetzt? Rangesprungen? Weil das ist ja echt nicht sonderlich hoch, die Distanz, die man überwinden müssen. Na egal. Komm. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Ist trotzdem schade, dass man jetzt hier nicht so geschockt über den Gegner ist, wenn er jetzt kommt. Das war im Original in dem Sinne. Furchteinflößender, sowieso, weil jetzt hier sowieso schon im Vorhinein runtergeredet wird. Ah, wie schlecht er doch ist, dieser Blablabla, wir machen ihn fertig und so. Das hast du halt im Original nicht gehabt. Das hat natürlich eine völlig andere Stimmung zufolge. Naja. Jetzt Statusbericht. KI-Kerne fehlen. Wir suchen nach einer Lösung. Beeilung. Heidegger hasst warten. Noch nicht fertig. Eindringlinge! Auf sie! Verschafft uns noch etwas Zeit! Ui, die haben Schutzpanzerzeug. Hey, Digger hier. Wie ist die Lage? Ja, wo bin ich? Was? Hä? Kamera war komisch gerade. Wirst schon sehen. Wir brauchen noch etwas Zeit. Ha!
Ja, keine Ahnung. Zack, zack, zack. Wo seid ihr, Gegnerchen? Aua. Ich muss mal eben Chakra einsetzen. Oh, Rückwärtssalto. Schockpotenzial Mittel. Finde ich vernünftig.